Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Automechaniker Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder in unserer tollen Werkstatt und haben mit den nächsten beiden Autos wieder ein bisschen was zu tun. So, gucken wir uns erst mal die Karriere an. Denn was haben wir denn zu tun? Ach, das ist wieder natürlich einiges. Ja, warum nicht? Okay, Öl, das ist kein Problem. Das kriegen wir relativ gut hin. So, der Herr Blunk. Mit dem, das ist ein Kampagnenfahrzeug sogar, okay. Man dann springt nicht oft an. Wenn es mal anspringt und ich damit fahren kann, höre ich komische Geräusche, wenn ich Gas gebe. Die Geräusche sind so laut, dass sich bereits einige Nachbarn beschwert haben. Prüfen Sie bitte, was diesen Lärm verursacht. Das Ordnungsamt stand deswegen auch schon oft vor meiner Tür und ich möchte das wirklich nicht noch einmal erleben. Unter anderem ist es der Endschalldämpfer. Vermutlich, also, wo ich drauf eingehen kann, ist es der Anlasser. Dann fahren wir mal ein bisschen was aus dem Motor raus, weil ich vermute, dass das irgendwo der Anlasser mit dabei ist. Kann ich eine Diagnose stellen? Lesen wir mal. Ach, das Fahrzeug hat keine OBD-Buße. Ah. Okay. Gut. Dann gucken wir mal so ein bisschen durch. Was? Der Montagevorteil, ja. Das war vermutlich den Anlasser. Dass der Fritte ist. Ja, Zündspule könnte es natürlich sein. Warte mal. Erstmal nehmen wir einen Anlasser raus, weil. Der würde meine Vermutung tippen. Oh, es ist nicht der Anlasser. Okay. Es ist nicht der Anlasser. Okay, dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Keilriemen weg. Den können wir nicht rausnehmen. Also haben wir wieder wahrscheinlich ein bisschen was zu tun, was den Motor betrifft. Servopumpe. Ah, meine große Vermutung ist ja auch irgendwas, was es wahrscheinlich hier mit dem Thema zu tun hat. Zündkabel, Zündkerzen. In irgendeinem Dreh rum. Guck mal. Nimm erstmal die Zündkerze hier raus. Die Frage ist, wahrscheinlich wenn wir heute damit der Karre ein bisschen zu tun haben. Meine Vermutung. So. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich hier Zündspule, Doppelfunken. Kraftstofffilter. Ja, irgendwie sowas. Immer. Ja, Zündkerze, Zündspule, Endschalldämpfer. Jetzt brauchen wir noch zwei, drei Teile. Und dann haben wir schon Fehler gefunden. Ah, Zylinderkopf. Aber ich guck mal, was hier oben drin ist. So, Ansaugkrümmer für. Ne, warte mal. Nicht Ansaugkrümmer, sondern Kraftstoffverteiler könnte es theoretisch sein. Ist es aber nicht. So, Ansaugkrümmer mal raus. Batterie vielleicht. Wäre zu einfach, oder? Es ist tatsächlich die Batterie gewesen. So, jetzt fehlen uns noch zwei Teile. Wasserpumpe mal weg. Generator mal raus. Die Dinger waren es nicht. Luftfilter vielleicht. Wir brauchen jetzt noch circa ein Level, damit wir. Allerdings kaufen können. Ne, das ist es nicht. Die Riemenabdeckung ist es nicht. Nochmal die Umlenkrolle, warum Auto?
Kurbel will eine Riemenscheibe vom Auto. Und die Zahnriemenabdeckung mal raus. So, raus mit dem Riemenspanner. Das vermute ich nicht. Auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Vielleicht mal einen Kühler mal rausnehmen, wenn er. Vielleicht hat der Kühler jetzt noch was zu tun damit. Auch nicht. Auch nicht, alles klar. So, Knockenwellenrad mal raus. Die. Ja gut, vielleicht einen Ölfilter rausnehmen. Mal spontan, ich nehme mal den raus. Filter denn hier? Hier. Gut. Ölfilter war es nicht. Die Ölwanne müssen wir ja gleich noch rausnehmen. Getriebe. Lass mal die Kardanwelle vom Blei vom Auto. Getriebe vielleicht. Obwohl, Mittelschalldämpfer vielleicht. Innenschalldämpfer raus. Mittelschalldämpfer, Innenschalldämpfer. Ah, ich vermute fast mal, was könnte es auch sein? Das naheliegende Symbol, eine Kraftstoffpumpe. Soll ich die Karre auseinandernehmen, könnte es die Kraftstoffpumpe sein. Hier oben nämlich. Ich habe schon gedacht. Ist es auch tatsächlich. Sogar ist es sogar die Kraftstoffpumpe gewesen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann haben wir zumindest den größten Teil der Teile schon mal wieder raus. Dann haben wir zumindest die Aufgabe erledigt. Ich habe ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt 7 Minuten von der Folge rum. Und gut, Öl ist jetzt das Riesenproblem. Gut, dann brauche ich jetzt nicht weiter auseinander zu basteln hier. Sondern, wir werden erstmal das Öl rausnehmen. Bevor ich da jetzt irgendwas weitermache. So, erste Hebebühne. Und dann Gerät benutzen. Erstmal das. Da war ja nichts mehr drin. Alter. Gut. Gerät zu bewegen. Gerät zurückstellen. Haben wir es auch erstmal weg. Gut. Dann fangen wir an, die Teile zu bestellen. Also halt auf jeden Fall erstmal ein Ölfilter. Nicht Ölfeld, sondern Ölfilter. Und zwar den hier, den blauen. So. Gucken wir mal weiter. Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer. Mittelschalldämpfer auf jeden Fall. Mittelschalldämpfer. Endschalldämpfer. Endschalldämpfer. V8 UHV, ne? Der hier war das. Gut. So. Haben wir dann hier. Zündspule, Doppelfunken. Zündspule, Doppelfunken. Bestellt. So, dann brauchen wir noch Zündkerze. 2 Stück. Warte mal, 4 Stück, Entschuldigung, natürlich. 1, 2, 3, 4. Bestellt. So, Fahrzeuginfo, Zündkerze, Zündspiegel, Kraftstofffilter. Habe ich den Kraftstofffilter schon bestellt? Warte mal. Ich habe da gerade einen Filter bestellt, ne? Ich glaube, das müsste aber der gewesen sein. So.
Ölfilter, Ölfilter. Nee. Kraftstofffilter brauche ich. Warte. Kraftstofffilter und Kraftstoffpumpe und eine Starterbatterie. Kraftstofffilter. So, Kraftstoffpumpe haben wir auch dabei. Dann eine Starterbatterie war das. Starterbatterie. Bestellt. So, jetzt gucken wir mal, was wir alle haben. Eigentlich müssten wir es jetzt haben. Kraftstoffbatterie, Kraftstofffilter haben wir gekauft. Zündkerzen haben wir gekauft, 4 Stück. Zum Beispiel Doppelfunk haben wir gekauft, den Endschalldämpfer und den Mittelschalldämpfer. Gut, Öl haben wir rausgenommen. Das heißt, wir können jetzt das Auto wieder zusammenbauen. Würde ich sagen. So, Montage von Teilen. Bauen wir sie alle wieder ein. Damit war was Neues haben. So. Ich nehme Ölfilter rein. Und dann fahren wir weiter. Machen wir erstmal mit dem Teil weiter, mit dem wir erstmal hier vorne ein bisschen zu tun haben. Jetzt machen wir die Kardamelle wieder ein. So, setzen wir den Mittelschalldämpfer wieder ein. Und den Endschalldämpfer. So. Perfetto. Gut. Dann können wir nämlich nach hinten gehen und da die Kraftstoffpumpe einsetzen. Und hätten dann zumindest, was unten betrifft, erstmal fertig. So. Beginnen wir damit, den Luftfilter wieder einzusetzen. Weil den haben wir ja ausgebaut. Das war jetzt nur Vermutung. Alles ist größtenteils eine Vermutung, da ich keine, nicht unbedingt Diagnose immer stellen muss, kann. Muss ich halt auf gut Glück die Teile ausbauen und natürlich dann erstmal. Ja. So. Moment, Moment, Moment. Ne, Luftfilter weg war es nicht. Ich muss an die Klammer hier unten ran. Die hier ist. Hier. So, rein damit. Gut, haben wir sie drin. Machen wir weiter mit der Zündkerze. Wollen wir Zündkerzen? Nein. Machen wir viele Zündkerzen? Nein. Brauchen wir. Wollen wir ein. Ich hätte natürlich jetzt wieder auf gut Glück die ganzen Motorlok auseinander basteln müssen, aber nö, brauchen wir nee, gar nicht. Wir haben die Teile relativ zeitnah alle gefunden. Also können wir das Auto wieder so langsam zusammensetzen. So. Gut. Weiter geht die Reise. Generator wieder rein. Und weiter geht's mit der Wasserpumpe. Kühler. Gut, kann man jetzt mal Kühler wieder ein. Ich sehe nämlich sonst nichts. Servopumpe rein. So. Muss gerade mal ein bisschen gucken. Ich sehe ja nicht teilweise. Rein damit. Zahnriemen. Der Riemenspanner. Und die Zahnriemenabdeckung. Weiter geht's mit der Kurbelwellenriemenscheibe. Diese zwei wieder ein. Umlenkrolle rein. Der Keilriemen rein. Noch einen rein. Und dann haben wir es eigentlich da zumindest wieder auf die Reihe gekriegt. So, jetzt gucke ich dann hier mit dem Ansaugkrümmer. Dann geht hier vorne wieder das Nockenwellenlagerdeckel drauf. Zylinderkopfhaube drauf.
Gut. Drosselklappe rein. Dann hier zur Kraftstoffverteiler rein. Gut. Dann hier der Doppelfunken rein. Kraftstofffilter neu. Der Zündkabelsatz einmal kurz getauscht. So, dann haben wir das zumindest das große Problem auch gelöst. Dann geht es hier vorne mit der Batterie weiter. Die brauchen wir nämlich, der braucht eine neue Batterie, der Wagen. Zack, drin ist er. Und dann hoffe ich, dass wir. Ne, hier unten ist der Anlasser noch. Der ist tatsächlich, obwohl es eigentlich offensichtlich klingt, oder klang, nicht wahr. So. Öldeckel raus. Demontage. Ich brauche hier. Ich muss einen Öldeckel mal rausnehmen. Weil Öl neu rein muss. Blub, 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 blub. Viel war nämlich nicht drin. Gucken wir, dass wir alles haben. Da, weg damit. Gut. So, eigentlich müsste das Auto fertig sein. Kommen wir auf die Info. Jupp, haben wir. Fertig. So, dann haben wir. Räumen wir mal kurz das Inventar noch schnell auf, damit wir hier alles weg haben, was wir brauchen. So, Teilpack. Die Tuning-Teile, die hätte ich gerne weg. So, alles mal kurz verkaufen hier. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis ich alles weg habe. Und viele Teile, ja. Alles verkaufen hier. Geil. Alles weg, was weg muss. So. Möchtest du die Kiste öffnen? Was haben wir denn drin? Wir haben jetzt. Ja, 17 Minuten. Ich würde sagen, trotzdem machen wir jetzt einen Break. Dann brauchen wir nicht allzu lange. So, stellen wir kurz die Autos rüber. Oh, hier sieht schon wieder scheiße aus. Stellen wieder zu. So, Fahrzeug bewegen auf die erste Hebebühne. So, kurz meinen Auftrag annehmen. Was haben wir denn hier noch so Schönes? So, ein Problem mit den Bremsen. Oh, das ist schnell gemacht. Ja, Bremsen, ein Problem ist immer gut. Also nicht immer gut, aber schnell erledigt. So. Aber hoch mit der Karre. Jetzt gucke ich mal, wie viel da zu tun ist, weil sonst rein können wir sagen, okay, wir machen noch die zwei, das Auto fertig. Ah, okay, das sind viele Teile. Das ist ein bisschen was zu tun. Abgasanlage defekt. Problem mit den Bremsen. Das ist relativ zeitnah erledigt. Der Motor hat keine Leistung. Könnte Öl. Filter müssen gewechselt werden. Naja. Machen wir dann in der nächsten Folge mit der Karriere. Wir sehen uns dann wieder beim Automechaniker Simulator. Dann kümmern wir uns um dieses kleine schicke Schätzchen hier. Das sieht schon wieder ein bisschen scheiße aus. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja. Vielleicht schaffen wir uns in der nächsten Folge tatsächlich sogar zu leveln. Und die zweite Hebebühne zu holen. Dann haben wir nämlich Platz für ein weiteres Auto. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.